auf, liebe Modellbahnfreunde, zum 4. Dezember und da geht es weiter mit der 24. Ja, die 24 ist eine kleine Schlepptender-Lokomotive, der Einheitsbauort, die mit der 64 viele Teile gemeinsam hat. Sie wurde auch Steppenpferd genannt und kam hier bei uns im Bergland nicht vor, aber die Museumslok war jahrelang in Kronendorf im Lokschuppen abgestellt. Naja, die darf natürlich in der Sammlung nicht fehlen und da das aber ein Einzelstück ist, hat die heute den ganzen Tag für sich alleine. So, dann machen wir mal einen Umlauf mit der 24 mit. Hier steht sie am Stellwerk im BW und fährt nun zum Kohlefassen. Ausschlagen, abschmieren. So, jetzt war erstmal ausgeschlackt. Und dann geht's an die Kohle. Und Wasser. Alles erledigt und dann kann es rangehen an den Zug. So, angedockt am Zug. Der besteht hier aus den Schirmer Einheitswagen und einem Gepäckwagen. Und dann kann die Reise losgehen.
So, da ist sie einmal die Runde rum. Die 24 mit ihrem Zug. Ja, die 24 fährt sehr schön. Hatte ich aber auch schon einen neuen Motor drin. Ich habe allgemein immer die Probleme mit den hochpreisigen Modellen, komischerweise. Naja, und heute kam auch die Energierechnung ab Januar 58 Cent die Kilowattstunde. Das ist fast jetzt das Doppelte, wie wir jetzt bezahlen. Und das frisst natürlich Strom. Das macht mich ja schon wieder wuschig, weil jetzt den ganzen Tag der Computer jetzt läuft, wenn ich die Filme hochlade. Und deswegen blende ich euch mal unten die PayPal-Verbindung ein, wenn mal einer eine Mark übrig hat. Kann er ja mal eine kleine Spende überweisen. Und wenn das dann nächstes Jahr so bleibt, dann mache ich das garantiert nicht mehr. So, das muss man auch mal dazu erwähnen zum aktuellen. Man kommt ja nicht drum rum. So, jetzt hängen wir die Lok wieder ab. Und sie fährt jetzt in die andere Richtung. Wird nochmal Wasser genommen. Und dann geht's in die andere Richtung ab. So, das war die 24 und wir sehen uns wieder am 5. Macht's gut, euer Radau-Bruder Harry.